Oh Mann. Bist du. Wie. Und da war der Abgrund. Warte. Lass mich mal den Spaß machen. Wie die Lemminge hier, ey. Nee. Lass mich schreiben, nicht lesen. Lass mich erstmal schreiben. Okay. Also darf ich die Schilder nie wieder lesen. Cool. Ich trinke mal gerade einen Schluck. So, dann viel Spaß beim Schilderlesen. Da musst du so denken, da ist eine Schlucht, so, weißt du? Verstehst du? Yep. Warum stehst du da jetzt so rum? Weil ich gerade eine Mail geschrieben habe. So. Ja, okay, wir könnten jetzt die Decke natürlich noch ein bisschen schöner bauen, aber. Weil da hätte ich auch noch eine Idee für. Bräuchten wir nämlich die Fackeln in der Mitte nicht. Jo, wir haben's. Kind. Meine, hätte ich die Dinger, also hätte ich die Wege noch breiter gemacht, würde das sogar noch einigermaßen besser aussehen, aber was sagst du hier? Moment. Kann es halt leider nur nicht realisieren auf dem Weg runter, weil A, es ist nicht hoch genug. Und B, ich hatte keinen wirklichen Ansatz dafür. So, ich habe dir eine kleine schöne Botschaft über die Schilder einfach mal so aus Spaß geschrieben. Muss man so durchlesen. Ach. Mach ich gleich. Was sagst du denn dazu? Ein fliegendes Licht? Ah ne, so sah, sieht von hier aus, weil ich das Ding da nicht sah. Natürlich. Na, was geht? Weißt du, wer ich bin? Na? Der Schild. Ja, nee, ist klar. Interessante Schreibstory, einfach mal so, oder? Ja, crazy, aber okay. Der Schildermann. Okay. Hallo erstmal. Willkommen zu deiner ersten Therapiestunde. Ich bin schon mal so frei und so. Ich schätze mal, das Lager bauen wir ja irgendwann mal so weiter. Also hau ich hier einfach mal schon nur so netterweise mal so eine Lage. Zack. Natürlich, das Lager werden wir weiter bauen. Es werde Lager. Es werde Lager. Genau, es werde Lager, Lager. Lager, Lager? Genau.
genau. Was? Ja, Lager eben. Ach, Lager eben. Ah. Genau, Lager eben. Lager eben eben. Ja. Eben Lager. Weil eben Lager eben. Oh nein, ich brauche Kobbel, weil ich mir gleich eine neue Spitzhacke machen soll. Oh mein Gott! Nicht mehr viel. Ich weiß nicht, ob wir genug Kobbel da haben, du. Geh bitte sparsam damit um. Ich glaube auch. Wir müssen sparen. Vor allem an Kobbel. Aber sowas von. Not! Das erinnert mich gerade irgendwie an Combat Arms. Da gab es nicht nur einen Headshot, sondern auch einen Nutshot. Autsch. Ich meine, natürlich, wenn mir einer in die Nüsse schießt, dann sterbe ich auch. Aber, aber schmerzhaft. Minimal. Ich hab einen Dirt. Ich hab einen Dirt. Lang nicht mehr gesehen, Dirt. Kannst jetzt weitermachen, die Ebene ausbauen. Mit dem einen Dirtbock wirst du ganz weit kommen. Aber sowas von, Alter. Ja, Alter, das geht so ab, ey. Pass auf, ich wette mit dir, Mojang wird sich das so überlegen, dass sie in der Version 1.9 oder 2.0 wahrscheinlich auch noch die Sticks in den verschiedenen Holzfarben machen. Und dann wird das so krass. Dann sagst du so, ich mach mir mal eben ein Eisen, Dunkelschwarzholz, Schwert. Genau. Ein Dunkel-Eichen-Schwarzholz-Schwert. Na, wer kann das fünfmal hintereinander fehlerfrei aufsagen? Das kannst doch bestimmt du. Oder vielleicht du? Nein, nein, ich weiß es. Genau du. Ja. Genau, solltet ihr jemals in die Versuchung gekommen sein, euch zu bewerben für das LPT4, das ist ab jetzt eure Challenge. Wer das fünfte hintereinander ganz schnell ohne Fehler aufsagen kann, ist bei der nächsten Aufnahmesession dabei. Nachher kriege ich nur noch so Dingens, so Sprachdateien, wo das man macht. Aber das müsste wirklich sein. Man kann den Kram ja soweit loopen. Und das fällt auf. Genau, genau. Nicht verzagen, Basti, fragen. Wie gesagt, ihr dürft das gerne machen. Ihr dürft euch natürlich auch gerne so bewerben. Und ja, mich dürft ihr auch auf Facebook anprinten, sofern ihr mich habt. Wobei, wer von deinen Abonnenten hat denn Facebook? Außer Elia. Ich habe 50 Likes. Ich habe 50 Likes auf meiner Facebook-Fanpage. Oh nein! Ich bin jetzt bei meinem 66. Follower. Woher die alle mal kommen? Wieso schmeiße ich mich eigentlich jedes Mal in den Tod? Keine Ahnung. Es wird ein Geheimnis bleiben. Ja, wir nehmen es mit ins Grab. Ach ja. Wie lange wollen wir eigentlich noch aufnehmen? Ich meine, wir sind jetzt schon bei der 2. Stunde. Nein, sind wir noch nicht. Okay. Wir haben nicht mal genau um 19 Uhr angefangen, also. Ja. Wir haben noch genau noch 10 Minuten. Ja gut, du musst ja morgen arbeiten, sonst hätte ich gesagt, machen wir einfach länger. Tja.
Natürlich muss ich morgen arbeiten. Wie es das anhört. Natürlich muss ich morgen arbeiten. Was? Weißt du, wie kommst du denn darauf, dass ich morgen nicht arbeiten müssen tue? Also echt mal, schäme dich sofort. Ja, ich gehe jetzt in die Ecke schämen. Aber sofort. Was machst du da oben eigentlich gerade? Alles Mögliche, was du nicht machst. Okay. Okay, cool, cool. Mach ich denn nicht, was so alles Mögliche möglich ist? So dies, das und jenes. Ah. So ein richtig Information. Verteil mir aber keine. Drogen. Mach aber hier keine Dreckspuren oben dran. Das ist frisch gewischt. Damit hätten wir das Lager dann auch schon mal zumindest in die Richtung hier. Das Lager hier oben erweitert. Ist krass dezimiert. Wenn du dir das mal so. Ja, gut, einzig, was halt ein bisschen doof ist. Wenn du dir das mal so anschaust, ist das richtig krass dezimiert. Einzige, was halt ein bisschen doof ist, ist, dass wir jetzt immer runter in den Keller rennen müssen, um irgendwas zu holen. Also nicht mal wirklich warum, da oben. Warum alles rennst haben. Du eigentlich Stein? Wofür? Stonebricks? Moment, ich hol dir mal ein paar. Ich weiß, dass ich oben in den Truhen noch ein bisschen was entdeckt hatte. Ja, ich weiß auch, dass da oben noch Stonebricks drin liegen, aber... Der werte Herr ist faul, ich weiß. Das sowieso. Aber ich brauche auch noch die Stonebrick, also die Stone-Sachen sind ja nicht nur dafür, dass ich hier normalen, also dass ich Stone brenne, wegen ja, ich brauche Stonebricks. Die sind ja auch zum Beispiel dafür, dass ich hier Ausbesserungssachen machen kann. Okay. Jetzt zum Beispiel, wenn ich hier Dirt habe, oben in der Decke. Dass ich den Dirt dann da rausholen kann und ersetzen kann. Okay. Ja, für solche Sachen sind die halt auch gedacht. Deswegen auch nur ein Ofen, weil einer reicht. Okay. Mr. Mackey. Er hat's verstanden. Natürlich, ich bin ja nicht auf den Kopf gefallen. Es hat nur lange gedauert, bis du geschaltet hast. Ich war mich gerade am Konzentrieren, tut mir ja leid. Boah, krass, Alter, er konzentriert sich, Mann. Ja, passiert, vielleicht. Dass das auch mal vorkommt. Oh nee. Lass mich doch zufrieden. Was ist los? Ach, Silberfischblock. Krass. Sogar zwei nebeneinander. Seit wann sind die Dinger denn nebeneinander? Kommt mal vor. Das hat nicht vorzukommen. Fuck. Nicht in meinem Lager. The fuck? Ist okay, ganz ruhig. Mein Lager ist silberfischfrei seit 5 Minuten. Ja. Wir müssen ja nicht mehr lange aufnehmen, also beruhig dich. Und drück mir hier rum, dass die Aufnahme heile ist. Das testest du aber bitte jetzt sofort. Das mache ich nach der Aufnahmesession mache ich das, natürlich, keine Angst. Die ist auch fast um. Weil ich will nicht gleich irgendwann oder morgen wieder gehört haben, du, ja, unser Video ist defekt. Nein!
probierst zu retten. No! Ey, ich hab's wirklich versucht zu reparieren. Ist doch okay, ich glaub dir das ja. Hast du gerade den ganzen Stone da rausgenommen? Nein, das war der Heilige Geist. Okay. Geister! Und ist gut. Boah, Alter, sieht das Lager komisch aus, ey, wenn du da so eine Stone-Wand hast auf einmal. Ey, Alter, ich hab voll die Truhenwand. Achtung, da ist eine Treppe. Genau. Wie war das nochmal? Das ist genauso wie Wasserfall. Je höher, desto Platsch. Irgendwie hat den keiner wirklich begriffen, wie ich den erzählt habe. Die haben den echt nicht begriffen. Ja, das ist genauso wie Schwert. Je schärfer, desto auer. Wenn ich so weitermache, ist deine Rüstung immer komplett am Arsch. Wie heile ist die eigentlich bitte noch? Keine Ahnung, ich hab's gerade echt nicht im Blick. Ich hab's gerade nicht im Blick. Weil ich hab ja schon geschafft, dein Helm zu zerstören. Ich glaube, deine Schuhe sind auch schon weg. Ja, yep, meine Schuhe sind auch schon futsch. Und wie weit sind deine Rüstungen noch an sich? Ey! Das war gerade aus Versehen. Alter, das war gerade aus Versehen, weil du dich mir voll in den Weg gestellt hast. Wie heile ist denn die Rüstung wirklich noch so? ziemlich unheile alles. Ja, da freut er sich, ne? Das dann durchs PvP, weil es auszusehen anders. Da freut er sich. Wenn er andere Leute quälen kann, da freut er sich. So was. Ja. Oh, bist du überhaupt ein braver Hund? Oh, bist du überhaupt ein braver Hund? Kurz zum Schluss habe ich wieder Framelags. Das ist wieder bombastisch. Die hatte ich die. Stimmung, Bombe! Nochmal Framelags. Bombe! Schlag ein, Bro! Das war diesmal nur mit der Hand, also. Alter! Was denn? Ich bin hier gerade in hochtechnologisiert. Wait a minute. Hochtechnologisierten, genau. Ich bin hier gerade in sehr komplexen Denkvorgängen dieses Lagers und du haust mir einfach eine mit dem Schwert hinten rein. Das war gerade. Alter. Das war gerade die Hand. Der letzte Schlag war der Hand. Ja, High Five, Bro. High Five! Ja, ich mache jetzt hier nur fertig, dann dürften wir eigentlich auch mit der Aufnahme fertig sein, oder? Deswegen gucke ich dir ja nur noch zu. Ja, wie gesagt, ich mache hier gerade fertig. So. Muss ich hier gerade noch kurz... Oh, Kohle. Oh, Kohle. Oh, ein Zombie. Aber da war doch eben noch. Oh, ein Zombie. Wo ist denn jetzt die aktuelle Kobbelkiste? Aktuelle Kobbelkiste. So, also ich bin fertig. Die restlichen Sachen können wir. Beim. Du weißt schon, dass das irgendwie ein bisschen schwul aussieht. Kamerafahrt und so. Du schreckst gerade der Luft den Arsch raus. Pop mich los.
Ja, mich auch. Gut, Leute, ich werde dann jetzt auch mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Minecraft Together Season Number 4 mit dem Boschi und dem Mir und dem Mir. Fuck it, Alter, egal. Bis dahin und tschüss.